Hi Leute, heute sollte endlich mein Fahrzeug neue Sommerräder bekommen. Aber ratet mal, wer war so doof und hat wie immer irgendwas vergessen. Diesmal hat Stanislav die BLE-Radsensoren vergessen. Deswegen musste ich nochmal wegfahren. Jetzt habe ich die geholt. Das sind die schönen Dinger. So, jetzt bin ich wieder auf dem Weg zum Alex bei BBR Pulverbeschichtung und da werden wir meine neuen Sommerfelgen auspacken. Schauen uns mal die Reifen an. Da sollten 2,75er auf die Hinterachse kommen. Also ich bin gespannt, ob das überhaupt passt, ob wir die Radreifen-Kombination überhaupt auf dem Tesla drauf bekommen. Ich hoffe, dass diese Sensoren überhaupt noch passen. Also es gibt viele Unbekannten heute. Also drückt mir die Daumen, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und guten Appetit. Lasst uns loslegen. Also Leute, lasst uns jetzt gemeinsam die Felgen auspacken. Ich habe mich wieder für Barracuda-Felgen entschieden. Ihr wisst, ich hatte auf meinem E36 Barracuda Charisma-Felgen drauf. Auf dem E90 hatte ich Barracuda Inferno drauf. Und hier haben wir jetzt Barracuda Project 2 in 20 Zoll. Ich mache am besten direkt die hintere Felge auf, weil die ist ein bisschen konkaver. Wir haben hier eine 10,5J-Felge auf der Hinterachse. Zack. So schwer ist die Felge eigentlich nicht für 20 Zoll. Wir werden die am Ende noch wiegen. Das ist wichtig beim Tesla übrigens, wegen der Reichweite und so. Ich habe jetzt 19 Zöller drauf, ne? Und da sind halt, wie gesagt, schon 20 Zöller. Ich bin sehr gespannt, wie viel die wiegen wird mit 2,75er Reifen drauf auf der Hinterachse. Also das ist auf jeden Fall schon mal die hintere Felge. Und hier haben wir die vorderen Felgen. Das ist eine 9J-Felge und die ist hier ein bisschen gerade. Optisch gefällt mir natürlich diese Felge besser. Wegen der Konkavität. Auf dem Tesla kann ich aber leider rundum keine 10,5J-Felge fahren, wegen den Reifen. Wenn ich vorne 2,75er Reifen drauf schraube, es wird schleifen ohne Ende und dann habe ich gar keine Reichweite, vielleicht 100 Kilometer, wenn überhaupt. Also kommt das nicht in Frage. Das Ganze haben wir in Gunmetal als Farbe. Am besten zeige ich euch noch andere Felgen. Wir haben hier zum Beispiel Styling 313 in einer richtig, richtig geilen pinken Farbe. Jede Menge geile Felgen. Dementsprechend sind wir hier richtig. Also lass uns jetzt die Reifen auf meine Felgen aufziehen. Also Leute, wir wollen jetzt die Räder montieren, um zu gucken, ob die Reifen gut aussehen. Ich möchte dich ganz kurz mal unterbrechen, ja? Das wird alles hier gleich nicht mehr passen. Meinst du? Ja, definitiv. Warum das denn? Weil das ist noch nur 20er Schublade, das ist doch Kindergeburtstag. Naja, ja, klar, hier, du hast vollkommen recht, das ist eine Kindergeburtstag. Aber wenn du eine 10,5J-Felge hast mit der ET40 und dann noch einmal eine 20er Platte drauf machst, ja, dann hört der Kindergeburtstag auf, dann beginnt aber Opas 60. Geburtstag direkt. Also wir tauschen jetzt die Spurplatten aus. 20er auf die Vorderachse und 15er auf die Hinterachse. Ja, dann beginnt der Geburtstag mit Nutten und Sekt. Du bist eingeladen. Wir haben schon mal die hintere Felge drauf. Ohne das Fahrzeug abzulassen, sieht das Ganze ziemlich bündig aus. Ich würde sogar sagen, dass die Felge sogar ein bisschen absteht. So, wir haben jetzt folgenden Plan. Wir wollen eine Felge hinten montieren und eine vorne und dann das Fahrzeug verschränken. Dann sehen wir nämlich, ob das überhaupt passt oder nicht. Worauf man auch noch achten muss beim Tesla, wenn man die Spurplatten fährt, dass hier diese Stehbolzen auch rausgucken. Seht ihr das? Das sind ungefähr 5 mm hier. Deswegen kann man auch nicht alle beliebigen Felgen fahren. Und hier hat man extra so eine Einkerbung, wo man halt Platz hat und somit müsste das Ganze passen. Wir haben eben das Fahrzeug verschränkt. Auf der Vorderachse passt alles einwandfrei mit 20er Spurplatten, aber auf der Hinterachse mit 15er Spurplatten war es ein bisschen kritisch. Es ist immer noch fahrbar, aber ich würde sagen, nicht TÜV-konform. Also so kann ich das halt nicht eintragen. Das wird keiner mitmachen, weil es muss hier zwischen mindestens ein Zollstock zwischenpassen sozusagen. Und bei uns passt vielleicht ein 5-Euro-Schein. Von daher muss ich auf kleinere Spurplatten umsteigen. Statt 15er nehme ich 10er Spurplatten. Aber was viel wichtiger wäre, ist halt diese Radbefestigung. Weil beim Tesla, wegen den ganzen Kräften, haben wir so dicke Muttern hier mit einer großen Auflagefläche. Und hier bei den Befestigungsmuttern ist die Auflagefläche viel kleiner. Aus diesem Grund ist es auf jeden Fall empfehlenswert, ja, andere Radmuttern zu bestellen. Das werde ich auch schnellstmöglich machen. Denn das hier ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Was ebenfalls meiner Meinung nach interessant wäre, ist das Gewicht der Felgen. Wir haben hier die originalen Tesla 19 Zöller und die Barracuda Project 2. 10,5 und 9J. Jetzt ist halt die Frage,
welche Felgen sind leichter bzw. schwerer wegen der Reichweite. Ihr wisst, ein Kilogramm am Rad entspricht ungefähr 50 bis 70 Kilogramm im Innenraum, so als Gewicht. Ja. Wir werden die Räder hier wiegen, 19 Zöller mit 2,35, 40, 19er Reifen und die 20 Zöller mit 2,75, 30, 20. Also wir haben roundabout 22,3 Kilo. Also eine originale mit 22,3. Mit einem Winterreifen, der Hankook Winterreifen mit RDK-Sensoren. Okay, ohne Nabendeckel, den können wir jetzt vernachlässigen, der wird jetzt nicht sonderlich viel schwerer sein. Wir haben hier eine 8,5er, hier haben wir eine 9er mit einem 2,45er Reifen. Ich korrigiere, 2,35, du hast recht. Ja. Moment, was schätzt du denn? Das wird so um die 18 Kilo schwer sein. Was? Meinst du weniger? Ja, klar. 23,4. Also ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, aber ey, wie viel haben wir jetzt? 1,2 Kilo mehr? Das hatten wir bei 22,2 oder 22,3? Genau, so ungefähr. 22, noch was. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Echt? Der ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was würdest du sagen? Die hintere Felge? Ist normalerweise, ich weiß nicht, so 28. Wie viel? 28? Ich würde sagen 28. Ja, die wird keine 25 machen. Meinst du? Nein. Mit 2,75 rein? Nee, keine 25 Kilo. Alter, krass. 23,4. 23,4. Genauso leicht wie die eine. Ja. Wie kommt das? Nein, aber das ist wirklich so. Die ist einfach filigraner gebaut. Der Grundrolling ist im Grundprinzip derselbe und die wird dann halt nur ein bisschen weiter gestretcht dann halt. Ne? Du hast hier eine andere konkave Form, aber der Grundgussrolling hat dasselbe Gewicht halt. Ne? Ob die Walzen hat denselben Rolling halt nochmal tiefer dann. Nun sind die Sommerräder montiert. Das Fitment ist richtig, richtig gut geworden, wie ich finde. Auf der Hinterachse ist das ein bisschen zu knapp. Zwischen dem Reifen und Kotflügel passt nur ein 5-Euro-Schein beim Verschränken. Aus diesem Grund habe ich hier noch andere Spurplatten. Wir werden anstatt 15 mm Spurplatten 10 mm Spurplatten montieren, um ja, die 5 mm an der Einpresstiefe noch ein bisschen zu reduzieren. Ich bin von dem Gewicht der Felgen oder der Räder insgesamt erstaunt. Ihr habt gesehen, das ist ein 2 Kilogramm oder so Unterschied nur. Das ist natürlich heftig. Für 20 Zöller unter 24 Kilo mit Reifen auf der Hinterachse 2,75er Reifen. Also das ist echt krass. Das ist ein gutes Zeichen, auch was die Reichweite angeht. Nochmal zum Mitschreiben. Wir haben hier Barracuda Project 2 Felgen. Auf der Vorderachse 9x20 und auf der Hinterachse 10,5x20. Was die Einpresstiefe angeht, wir haben auf der Vorderachse ET 20 jetzt erreicht. Und auf der Hinterachse brauchen wir ET 30. Und dann wird das alles richtig gut sein. Lass uns jetzt die Spurplatten montieren und noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir rausrollen. Endlich sind meine Sommerräder vollständig montiert. Ich habe hinten die Spurplatten komplett abgemacht, denn ich hatte Schwierigkeiten beim Zähne Spurplatten wegen der Radbefestigung. Die Bolzen, die originalen Bolzen, die sind zu kurz und da hatte ich nur zwei Windungen und das ist sogar für meine Verhältnisse ein bisschen extrem. Da müssen wir noch an Radbefestigung halt ein bisschen arbeiten. Ansonsten so jetzt ohne Spurplatten auf der Hinterachse und auf der Vorderachse mit 20er Spurplatten ist es meiner Meinung nach ganz okay. Sieht gut aus und lässt sich auch gut fahren.
Aber nichtsdestotrotz, wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen an dem Fitment noch ein bisschen arbeiten und auch an der Farbe der Felgen. Also die bleiben natürlich nicht so in Gunmetal. Wir werden die entweder Pulver beschichten oder vielleicht Hochglanz verdichten oder CNC fräsen. Also dank PPBR Pulverbeschichtung haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten und Varianten, die wir hier umsetzen können. Schreibt gerne auch eure Meinung dazu, eure Vorschläge, was sollen wir mit den Felgen noch anstellen. Das muss einfach nur krass scheppern. Das ist die einzigste Voraussetzung. Es muss einfach nur brutal geil aussehen, was noch keiner hat. So, das ist so die Voraussetzung. Ich habe überlegt, vielleicht können wir die Felgen Hochglanz verdichten erstmal und dann mit einem Klarlack, mit irgendwelchen Flakes oder so, ja, bearbeiten. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber ich bin auf eure Vorschläge auf jeden Fall sehr gespannt. Den Link zu den Felgen lasse ich in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne schnuppern, gucken, was Barracuda Wheels so anbieten. Es gibt auch genug Felgen mit 5x120 Lochkreis. Also schaut da gerne mal vorbei. In diesem Sinne empfehle ich euch noch, meinen Instagram-Account zu abonnieren. Da poste ich die aktuellen Ereignisse aus meinem Tuning-Leben. Und grundsätzlich poste ich da auch Informationen zu Tuning-Events. Da könnt ihr am schnellsten die aktuellsten Infos mitbekommen. Also gerne mal reinschauen und abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald in kommenden Videos. Ciao.